Tja, morgen eröffnet unser kleines, aber feines Olympia-Hotel hier. Und ich wollte mich noch mal ganz herzlich für Ihre Arbeit bedanken. Toll. Ich bin mir ganz sicher, dass unsere Olympioniken sich hier pudelwohl fühlen werden. Weiter so. Some Olympic athletes right now just say they can't take it anymore. And this is after being stuck in quarantine hotels. Das Hotelzimmer ist unzumutbar. Da lagen tote Fliegen, tote Wanzen, dreckig alles. I'm supposed to stay here for another 7 days. Ja, wie es im Ort zum Beispiel mit den drei Fingern, was hinten raus, hier auch noch hätte gefährdet. Timo, habe ich dir eigentlich noch von dieser Fußoperation von meiner Tante erzählt? Die haben da einen riesengroßen Eiterbeutel aus dem Hühnerauge rausgeschabt. Einen halben Liter haben die da rausgeeimert. Und weißt du wieso? Weil da eine Spinne Eier reingelegt hat. Warte, holst du ja Russland ja auch mit dem Ei? Das ist eben das. Ganz so, ist hier alles in Ordnung? Timo ist schlecht. Sind wir, noch wir hören gerade, dass unserem Kameramann ein bisschen schlecht wird. Timo, setz dich am besten mal hin, dass mit dir alles okay ist. Und wir gehen zurück ins Studio und melden uns dann gleich wieder. Auf jeden Fall, Gesundheit geht vor. Alles Gute dem Kollegen. So, Herr und Frau Djokovic, wir können jetzt gleich loslegen mit der Pressekonferenz zu dieser ganzen Australien-Geschichte da. Wir wollen nur ein kurzes Statement abgeben. Was, aber jetzt habe ich doch diese ganzen Pokale hier geholt. Ich habe diese Büste modelliert und die serbische Nationalhymne hier auf CD gebrannt. Ja, war die ganze Mühe ja umsonst. Na gut, versprechen Sie mir nur, dass es nicht peinlich wird. Nein, so ein Quatsch. Wie soll das peinlich werden? Das wird gut. Ihr wollt zum Beverly Hills Road Number 1, richtig? Warte mal, ich zeige euch mal, was wir in Good Old Germany gerade so hören. Der Typ heißt Hartmut. Name ist Programm. Ist im Prinzip sowas, was ihr auch macht, nur eben auf Deutsch. Hi Simon, du, eine Sache, kann das sein, dass du dir die Schlüssel von meinem Privatjet genommen hast? Habe ich auf Instagram gesehen. Ist kein Problem, aber tu mir bitte einen Gefallen, nimm den Jet nicht dafür, um Frauen auf der ganzen Welt auf Datingportalen um ihr Geld zu bringen, indem du erzählst, dass du Erbe einer erfolgreichen Diamantenhändler-Dynastie bist. Das wäre mir wichtig, die eine Sache, ja? Sonst kannst du machen, was du willst, alles klar? I really, really, really appreciate it. Mach's gut, ciao. The Tinder swindler. The man scammed women out of millions, would match with women on Tinder and take them on extravagant trips. He's not the son of a billionaire. He faked everything. You are the king of the divan. Na, Miki? Ja, ich würde auch gerne auf dem Sofa deiner Redaktion rumhängen und nicht arbeiten, so wie du, aber ich muss jetzt hier noch den Erik Stiffers abfilmen, wie der hier im Dschungel gegen eine Vogelspinne kämpft oder was weiß ich, was der machen muss. Obwohl, warte mal. Mir kommt da gerade eine Idee, wie ich vielleicht doch ein bisschen früher in die Mittagspause komme. Warte mal eben, ja? Meld mich gleich. Hey! Na, Erik, du bist ja fast ein bisschen zu motiviert für die Prüfung, ne? Du, sag mal, wusstest du eigentlich, dass die dich hier alle gar nicht leiden können? Ist ja nicht schlimm, ne? Aber ich sehe ja ein bisschen mehr als du, ne? Und ich würde mir wirklich überlegen, ob ich für die Arschlöcher hier zur Prüfung antrete, ne? Aber ist nur meine Meinung. Cooles Tattoo. Es ist so, dass es im Camp Menschen gibt, die mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden. Und deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist rücksichtslos, egoistisch und einfach nur scheiße. So, Herr Ischinger. Wenn jetzt hier das rote Licht erscheint, dann sind Sie live zugeschaltet zu Frau Mioska ins Studio und dann geht's los, ja? Ach, eine Sache noch. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich dieses Mirko Slomka Fan-T-Shirt anhab? Das ist okay. Würde Sie das ablenken, wenn ich meine Slomka Fanmütze aufsetze? So klar, ist alles gut. Ja, gut. Dann. Ist Wolfgang Ischinger. Guten Abend, Herr Ischinger. Guten Abend, Frau Slomka. Mioska heiße ich. Hallo, Herr Ischinger.